Herzlich willkommen zurück zu Injustice, Gods Among Us. Und jetzt muss ich gleich ein bisschen schweigen. Superman did this? Exposed my identity and froze all Wayne Tech assets. Made Bruce Wayne a non-person. I still can't believe he lost it this bad, even with what Joker did. In Superman's mind, he destroyed Metropolis. I'm not following. Somehow Joker altered Superman's mind, so he believed he was fighting Doomsday. But it was Lois. No. Joker linked the nuke's trigger to Lois's heartbeat. When she and the baby died, Metropolis died with them. Superman was vulnerable, probably for the first time in his life. His fear won out. Green Arrow died trying to explain that to him. All right, moving on. What's with all the security? I mean, he already trashed the place. Would you take any chances with me? I need to crank up the Batcave's backup generator. You're with me. You three secure the Batcave entrance. It's in the study. That's a great plan, Spooky, but, isn't this your show? Splitting up saves time, and you're best suited to take out the automated sentry guns. All right, then. Operation Thunder Eagle Lightning, whatever, is underway. Over there. Cold. Killer Frost. Grunting. Playtime. Arrow Man. So, oh, ich bin etwas überrascht, dass ich hier Pause machen konnte. Gut. Rückblick. Erst einmal jetzt nochmal, ordnungsgemäß. Guten Morgen, willkommen bei Injustice, Gods Among Us mit Airesu. Ich bin Airesu und erzähle euch jetzt nochmal schnell, was eben passiert ist. Auf Anraten, na gut, eigentlich weniger auf Anraten, aber weil jemand in den Kommentaren darum gebeten hat, dass ich ein bisschen genauer auf die Szenen eingehe, habe ich mir jetzt Notizen gemacht. Nummer 1. Bats Identität wurde freigegeben von Superman. Also er hat um einen gesagt, wer Batman unter der Maske ist. Ich war sehr überrascht, es ist Bruce Wayne. Sein ganzes Vermögen wurde eingefroren, so heißen, der Kerl ist jetzt total arm. Dann wurde uns erzählt, was Superman, also warum Superman jetzt eigentlich durchgedreht ist. Der Joker hat ihn irgendwie glauben gemacht, dass Lois Lane, also seine Urgeliebte, beziehungsweise seine Frau, ich weiß nicht, ob sie in dieser Dimension verheiratet waren, Doomsday war, also einer der größten Feinde von Superman. Und hat an Lois Lanes, also Joker hat an Lois Lanes Herzschlag eine Atombombe in Metropolis angeschlossen. So heißen, Superman hat erst seine Freundin und sein ungeborenes Kind getötet und dann direkt dadurch noch ein paar Millionen Leute, die in Metropolis gewohnt haben. Dann Green Arrow wurde von Superman getötet, als er ihm versucht hat zu erklären, dass er etwas vom Vater abgekommen ist. Und Green Arrow ist hier gerade der Anführer, weil er der Beste war, um die automatischen Waffen auseinanderzunehmen. Jetzt sind wir angekommen. Green Lantern wurde durch eine Attacke von Killer Frost, das ist die Dame rechts im Bild, ich habe gerade keinen Cursor, besiegt und wir kämpfen jetzt offenbar gegen Solomon Grundy, den Zombie links. Und jetzt geht's endlich weiter. Ouch.
sehen schon, körperlich sind wir dem ziemlich unterlegen. Okay, wir haben ein Quicktime-Event. Einfach ganz oft zu drücken, das kriege ich hin. Cool. Hoppala. Hier ist es ein klein bisschen Geschicklichkeit jetzt gefragt. Oh Gott, oh Gott. Ich muss hier die ganze Zeit mit WASD anvisieren. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ah! Oh Gott, oh Gott. Ich treffe nicht rechtzeitig. Oh Gott. Ich bin äußerst schlecht, was Quicktime-Events angeht. Im Prinzip bin ich nur permanent in Panik und hoffe, dass ich irgendwas hinkriege. Aber es lief nicht so schlecht. Autsch. Oh. Gut, erzählen wir was zu Solomon Grundy. Born on a Monday. Wenn wir Pech haben, dann zitiert er das, das ganze Gesicht noch während des Kampfes. Das ist nämlich eine seiner starken Attacken. Ah, verdammt, aua. Er ist im Prinzip, ein Zombie. Ein Zombie mit einem kleinen Identitätsverlust, soweit ich weiß. Viel weiß ich leider nicht über ihn. Er ist ein Primärgegner eher von Batman und nicht von Green Arrow. Oh, verdammt. Und zu ihm gehört das relativ populäre Gedicht eben mit Solomon Grundy, Born on a Monday. Irgendwas um die. Also es geht um. Es zeigt die ganzen Wochentage. Es nimmt die ganzen Wochentage als Metaphern für den jeweiligen Status im Leben. Jetzt brauchte ich die Ulti etwas zum auszugleichen. Das ist im Prinzip allerdings auch alles, was ich dann eben zu ihm sagen kann. Aua! Gut, nächster Versuch direkt. Oh Gott, ich habe vergessen, meine Uhr hinzustellen. Oh, direkt nochmal Quick-Time-Event? Nein, okay. Aber diesmal startet er ein bisschen stärker durch. Okay, zur Spielweise was von Arrow hier gerade. Seine Spezialfähigkeit, die ich mit 6 aktiviere, ist der Schuss hier. Und er hat 3 Fähigkeiten, die verschiedene Pfeile auflegen lassen. Oh, cool. Autsch. Hätte ich damals getroffen. Habe ich jetzt. Dann wäre es noch besser. So. Power up. Cool. So, jetzt habe ich zum Beispiel den Eispfeil. Und der bringt mir nichts, weil ich verfehle. Oh Gott. So, jedenfalls hat er einen Feuerpfeil, einen elektrischen Pfeil und einen Eispfeil. Der Eispfeil gefällt mir am besten, weil ich damit meine Levelübergänge gut hinbekomme. Und einmal durch Rain Manor durch. Also die, gut, der Feuerpfeil ist, glaube ich, dann zweimal geladen, wenn ich das mache. Oh, cool. Aber. Schafft. Looks like the Indestructo Pill works. Ja, schon. For the lava. Lantern, Grand Slam! You kids have fun! Stay out of the street!
Dadurch, dass er unsterblich ist, ist es auch ein bisschen schwierig, ihn zu besiegen. Also endgültig zu besiegen. Stupid Amazon. Wasn't very nice, Snowflake. Das hier ist Killer First. Viele werden sie jetzt heutzutage kennen durch die Flash-Serie, in der sie zumindest als normaler Mensch vorkommt, nämlich als Caitlin Snow. Die Fähigkeit von Killer First ist, Wärme zu entziehen. Dadurch ist es eben recht kalt, wenn sie ihre Fähigkeiten benutzt. Zur Charaktergeschichte kann ich wenig sagen, außer dass sie in Beziehung steht zu Firestorm. Ich habe, glaube ich, mal gelesen, dass sie ihre Fähigkeiten bekommen hat, weil sie helfen wollte, Firestorm unter Kontrolle zu kriegen, als er selbst das nicht konnte. Ich kann mich da aber auch vollkommen irren. Und Eisfall. Oh Gott. Das lief nicht ganz so, wie ich wollte. Gut, erzählen wir mal endlich was zu Arrow, bevor die Episode hier vorbei ist und ich kein Wort zu ihm gesagt habe. Green Arrow, oder kurz Arrow, wie ich ihn jetzt gerade eben schon genannt habe. Aber nicht gut. Ist, eigentlich etwas wie ein hellerer Batman. In der Arrow-Serie kommt einem das nicht unbedingt so vor, weil die wirklich dunkel ist. Aber im Prinzip ist er eben relativ freundlich, aber eben auch ein Milliardär, der mit Waffen, zum Teil Hightech-Waffen, auf die Jagd nach Verbrechern geht. Er war 5 Jahre lang verschollen. Oder 10 Jahre? Bin ich ganz sicher. Also in der Serie waren es 5 Jahre, aber ich glaube fast in den Comics waren es 10 Jahre, oder? Und er kommt aus Star City. Au! Oh. Hey, geschafft. Und er benutzt eben Pfeil und Bogen. Wurde sehr inspiriert von Robin Hood. How's Grundy? Weightless? In orbit? You didn't. Grundy's a zombie. He'll be fine. Let's go. It won't be long before Superman knows we're here. So you need some sort of scanner to help identify these duplicates. Exactly. This is data from the duplicate Batman I'm holding at Strikers. That's helpful. It's still going to take a few weeks. You'll figure it out. You always do. Glad to be of service. No dinner this evening? Stefan has a new shipment of that Kansas beef. Next time. These duplicates. Do you think there's a Lois where they come from? There was only one Lois. I've never seen the Batcave. Our Batcave, anyway. Should be. How did you hide anything in here from Superman? Looks like he was pretty thorough. The cave walls are injected with lead polymer. There's no way he could find what we're here for. Sounds environmentally safe. Sure went to a lot of trouble. Between this and the DNA. Neutralizing Superman was not a call I could make alone. So I put the weapon in a vault that only opens by simultaneously sampling DNA from Superman's closest allies. Our counterparts. With my Green Arrow dead, and the others backing Superman's insanity, I needed you. You're matching DNA. It's behind there. Lantern.
rock. You're gonna throw a rock at Superman. Hands on the scanners. Yellow. Computer, begin recognition scan. That's it. Let's move. Let your guard down at your peril. Our Green Arrow was just as arrogant. And probably just as handsome. Und stopp. Ich habe mir eine Menge Notizen gerade gemacht. Also, Solomon Grundy wurde jetzt quasi entsorgt. Er ist im Orbit. Wie gesagt, er ist ein Zombie, er kann nicht sterben, deswegen haben sie ihn da jetzt erstmal zwischengelagert. Aber ja, er stirbt natürlich eben nicht. Lex Luthor hat von Superman die DNA von Batman bekommen, also vom Parallel-Batman, damit er einen Scanner anfertigen kann, um die Duplikate zu finden. Dann wurde uns noch gezeigt, dass Lex und Superman eben tatsächlich hier befreundet sind. Auch wenn ich nicht weiß, wie viel davon jetzt von Lex noch gespielt ist, weil Lex kriegt ja mit, dass es nicht unbedingt der sicherste und beste Weg ist, den Superman dort eingeschlagen hat. Ja, Superman ist immer noch traurig wegen Lois Lane und hat jetzt schon fast sich an die Hoffnung geklammert, dass es in der anderen Weltebene Lois gäbe. Ja, das ist eben etwas, das öfter vorkommt, wenn Parallelwelten da sind, dass die Leute eben mit Leuten zusammentreffen, die eigentlich schon tot sind. Es gibt dann aus Marvel Comics eine schöne Szene. Vielleicht packt Zukunfts-Arezu die ja rein, bitte? Dann kleine Randbemerkung von Arrow, von Green Arrow, dass er nie in der Betthöhle war. Dann, warum Superman, obwohl er alles durchsucht hat, nichts finden konnte. Die gesamten Wände sind bleihaltig, sein Röntgenblick geht durch fast alles, bloß nicht durch Blei. Vielleicht gibt's noch irgendwas anderes, durch das es nicht durchgeht, aber durch Blei auf keinen Fall. Und Batman hat nochmal gesagt, warum er jetzt alle braucht, nämlich für die DNA-Codes. Und die Leute, die jetzt hier angekommen sind, sind die Wonder Woman von hier und Black Adam von hier. Zu Black Adam sage ich was, wenn es soweit ist. Zu Wonder Woman habe ich, glaube ich, schon mal was gesagt, oder? Ich bin ganz schlecht mit Green Arrow übrigens. Nur falls es noch nicht aufgefallen ist. Aua, aua. Weil ich nicht so auf Nahkampf bin in Beat'em-Ups. Weil eigentlich, man spielt nun mal kein... Hab Nahkampf gesagt, oder? Ich bin nicht so ein Fernkämpfer in Beat'em-Ups, weil man in Beat'em-Ups eigentlich weniger Fernkampf spielt. Gewöhnlich. So, jetzt habe ich es geschafft, den Elektro-Pfeil mal zu machen. Und Flammenpfeile. Davon haben wir gleich drei. Das ist ganz praktisch. Aber... Der Feuerpfeil wirft direkt um, das ist natürlich auch sehr praktisch. Hier ein interaktives Objekt. Eigentlich kann man die einzeln dann nochmal werfen. So, und hier müsste jetzt der Levelübergang sein. Aber
Oh, jetzt ist er auf idealer Entfernung gerade für... Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Den Supermove. And another thing, our Wonder Woman is better looking. Arthur. That's enough, Adam. You're done. You presume too much. Niemals in Verbindung mit jemandem stehen, der Elektrizität beherrscht. Only one of you remains. Yeah, but I'm the one to beat. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran, wie ich euch von... Aua! Shazam erzählt habe. Black Adam funktioniert nach dem gleichen Prinzip, da er seine Kraft aus der gleichen bzw. einer ähnlichen Quelle bezieht. Inklusive des Shazam-Rufs auch. Wobei er andere mythische Figuren damit anruft. Aua. Ja, also er verwandelt sich eben auch mit dem Shazam-Ruf und einem großen Blitz. Allerdings ist er bei ihm die Verwandlung nicht ganz so heftig wie bei wie bei Shazam. Also er ist schon erwachsen und er war früher ein König, glaube ich, in Ägypten. Ziemlich tyrannischer, aber da gibt es jetzt auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Okay, der Levelbogen ist auf der anderen Seite. So, wenn ich das schaffe, dann... Oh Gott. Also, er war ein Herrscher früher, der manchmal als böse dargestellt wird, manchmal als... halbwegs nett, allerdings durchgedreht und auf Seiten der Bösen, weil seine Geliebte, Isis, weggesperrt wurde wohl, also konserviert als Mumie, wenn ich mich recht entsinne. Verdammt nochmal. Hör auf damit. Und... Au, nicht gut. So, endlich geschafft. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was ich alles zu ihm gesagt habe. Ich bin gerade vollkommen abgelenkt durch den Kampf. Ach ja, wie gesagt, andere es werden andere Mythen genutzt als bei Shazam bzw. Captain Marvel. Wo bei Shazam eher die griechischen, römischen sind. Sind es bei ihm ägyptische Götter. Und Helden. Aua. Da haben wir eben diesen Blitz gesehen, mit dem er sich eigentlich verwandelt, aber wenn er dem ausweicht, dann macht er damit einfach eben viel Schaden. Aua. Und ihr seht schon, er benutzt sehr viel Gewitter. Ich spiele ihn auch sehr gerne. Aber gegen ihn zu spielen ist nicht so schön.
kann das nicht mit einem Charakter, mit dem man nicht klarkommt. Okay. Yeah, but I'm the one to beat. Gut, jetzt mal etwas, das überhaupt nichts mit den Helden zu tun hat. Ich habe mir ein neues Headset gekauft. Und jetzt ist die Frage, bringe ich es zurück oder nicht? Und das ergibt sich daraus, ob sich die Qualität jetzt tatsächlich verbessert hat. Es kommt mir nämlich überhaupt nicht so vor, das ist nicht gut. Warte, oh, verdammt. Also, man hat sich mehrmals über die Mikrofonqualität beschwert. Sehr deutlich. deswegen habe ich eben versucht, was dagegen zu unternehmen. Das Mikro, beziehungsweise das Headset, war jetzt auch nicht unbedingt das billigste. Immer noch billiger als ein Top-Mikro auf jeden Fall, aber... Ja. Wenn es eben nicht wirklich merklich besser geworden ist, dann würde ich es zurückbringen. Deswegen bin ich jetzt wirklich mal auf eure Kommentare angewiesen. Jetzt geht es nicht nur darum, dass ich nur gerne was lesen würde von euch. Sondern wirklich darum, die Qualität zu verbessern. Aua. Bisschen schade finde ich, dass ich die glaube ich nicht stacken kann, die Pfeile. Nee. So, tschüss. Das dürfte ein eindeutiger Win sein diesmal. Ah, endlich, beim dritten oder vierten Versuch. And Sparky makes four. Also ja, vier Leute, die er besiegt hat. Can it be fixed? The kryptonite's intact, but the optical resonator is beyond repair. Even with Luthor, we don't have the resources to build a new one quickly. Looks like we're gonna need some help. Und ich denke, wir brechen hier dann auch direkt ab. Ja, definitiv neues Kapitel. Dann hoffe ich mal, es hat gefallen und dass ihr ein paar Kommentare hinterlasst. Wie gesagt, Mikrofonqualität bitte bewerten. Brauche ich gerade. Und ansonsten, ja, sehen wir uns im nächsten Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Adios.